Hallo Fussel, auf dem chaotischen Hof. Guten Abend, ich grüße dich. Hallo Schwupsel. Jetzt bring dir jedenfalls keiner mehr deine Ordnung durcheinander. Das auf gar keinen Fall. Also jetzt bin ich für meine eigene Ordnung verantwortlich. Fieberglasangel. Siehst du, ich habe nur eine Fieberglasangel. Das ist es. Was für eine Ordnung. Ja, hier herrscht Ordnung auf dem Hof. So, ich gehe mal eben zum Zauberer rüber, ne? Hier irgendwo was verwest? Weil hier so viele von diesen Fliegen sind. Oder ob der Herr der Fliegen hier eingezogen ist, man weiß es nicht so genau. Hey, Asmodeus. Ja, ja, alles klar. Ansonsten geht's gut, ja? Mhm, super. Oh, komm, die 250 haben wir mitgenommen. Wo geht das? Mal ganz kurz die schnelle Runde hier unten. Ja, er bleibt natürlich wieder an einem Stein hängen. Vielleicht können wir noch irgendwas einsammeln hier. Ihr wisst ja, wie das ist mit dem Looten. Dann können wir ja mal irgendwann Kreppig hier vorbei, wa? Was muss ich eigentlich hier unten machen? So, bitte erschrick nicht. Ich bin nicht so wie die anderen. Ich habe viel Zeit damit verbracht. Ja, was auch immer. Ich will aber hier nichts kaufen. Ich will nur Hallo sagen. Vielleicht bringe ich dir mal ein Geschenk vorbei. Aber hier unten müffelt es ein bisschen. So, guten Tag. Nein, ich hätte hier nämlich noch irgendwo vorhin eine Wickel gesehen, siehst du? Ah, das ist Fussel und sein Looter-Auge. So, was hast du gesagt? Im Fluss bei Mani? Hier? Haben wir heute nicht schon mal miteinander gequatscht? Was stehst du hier rum? Das ist mein Angelspot. Hau ab, geh! Es könnte sein, dass ich noch einen Cheat drin habe, oder? Was soll ich machen? Gotteslachs? Oh, eine CD. Dass so mit rechten Dingen zugeht? Ich weiß es nicht. Habt ihr auch so das Gefühl, das ist nicht richtig, ne? Da sollte ich jetzt einen Gotteslachs oder was sollte ich denn jetzt machen? Muss jetzt wieder zurückscrollen. Auch angeln, Goldmakrele. Ganz sicher eine Goldmakrele? Die gibt es nur vormittags. Ach so. Ja. Sag mal, haben wir schon miteinander gesprochen heute? Ja, ne? Ich habe dir schon erzählt, dass der rumgeheult hat, oder? Wollte ich ja nur noch mal sagen. Wir haben auch schon miteinander gequatscht, oder? Wir noch nicht, Lea. Alles klar. So. Lass mich doch mal durch hier. So, Pam hat ihren Job auch beendet. Sehr gut. Kann ja mal einen trinken gehen. Hi, ich nehme deine Bestellung gleich auf. Da, 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 da. Hallo Fette LP, was für eine angenehme Überraschung. Ich bin nur für eine ganz kurze Pause von einem 8-stündigen Schreibmarathon hier. Ja, toll. Dabei hast du gar nicht 8 Stunden geschrieben. Ich habe dich ja unten schon am See gesehen, am Meer, weißt du? Barmann, 2 deiner besten Biere, bitte. Er ist übrigens Gas. Was willst du von mir? Ich glaube, der pinkelt ins Glas. Das hört sich so an.
Aber hier ist ja gar keine Zapfanlage. Bitte sehr, der Herr. Warte, stoßen wir doch an auf Pelikan, unsere Freundschaft, meine gute Gesundheit, deinen Untergang. Ihr dürft wieder entscheiden. 1, 2 oder 3 oder 4. Mit wem trinke ich heute Bier? Da, da, da. Auf Freundschaft. Di, di, du, 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 du. Di, 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 di. Möchte noch jemand abstimmen? Da, 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 da. Dann trinken wir auf die Freundschaft. Das ist eine großartige Idee. Auf uns. Plus 8 Gesundheit. Hicks, starkes Zeug. Jetzt grölen wir alle zusammen und kotzen den Vorgarten. Sehr gut. Na, ihr Schluckeulen? Da siehst du, der ist immer unhöflich zu mir. Immer. Da, 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 da. Ja, du sollst mir nichts bringen, du sollst mich freundschaftlich nett haben. So. Idel, didu, du, du, du. Haben wir schon gesprochen miteinander? Ich habe gerade Bier getrunken. Haben wir schon miteinander gesprochen? Wir haben übrigens gerade Bier getrunken. Soll Shane mal eine Pepperoni schenken? Dann hasst er mich richtig, oder? Weil er glaubt, das ist eine Stangengurke, beißt drauf und dann brennt er. Geh. Schenken wir ihm eine Pepperoni. Ich kann ihm auch einen Fisch oder eine alte CD schenken. Die hat er doch auch bestimmt ins Wasser geworfen, so wie ich den kenne. Bist du noch da? Oh. Ist ja richtig was los, wa? Hallo, Philippi, willst du nicht mal etwas Gesellschaft leisten? Soll ich mit dem tanzen? Muss einfach mal loswerden, was mir auf dem Herzen liegt. Ich hab furchtbares Pech mit Frauen, Philippi. Bin ein netter Kerl, wenn man mich kennenlernt, ich würd. Wobei, ich könnte ihn vielleicht sächsisch anlegen. Die Mädchen scheinen dich alle zu mögen, Philippi. So. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Beeindrucke Frauen mit der Stärke, deinen Charme, benimm dich seltsam, um ihr Interesse zu wecken, benimm dich natürlich, sei einfach du selbst, behandle Frauen genauso wie Männer. Ja, da habe ich jetzt auch nicht keine Ahnung von. Ich bin ja Single, woher soll ich das wissen? Was könnt ihr jetzt schreiben? 1, 2, 3 oder 4? Wir haben aber heute viel Auswahl, oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, was er für ein Knollo ist, aber wenn er eine Beziehung will, dann ist das aus meiner Sicht die einzig sinnvolle. Ne? Leider ändert sich nichts, egal was du nimmst. Na, dann nehmen wir 3, oder? Aber ich bin immer der Meinung, sei wie du bist, weil wenn die Frau dann Interesse an dir hat, dann hat sie wirkliches Interesse. Wenn du jetzt einen auf dicke Hose machst, so Schambolzen und ein bisschen Wirklichkeit nicht, das fällt irgendwann auf und dann hast du nichts. Dann hast du viel investiert und doch nichts. Das ist das Problem. Ich verhalte mich natürlich, aber ich habe nie Erfolg. Vielleicht, weil du eine Pfeife bist. Jetzt geht's los. Hi, Clint. Was kann ich dir heute dienen? Nee, mit was kann ich dir heute dienen? Ja. Ich meine, ich hätte gern das Übliche mit extra Käse und viel Soße, bitte. Och, scheiße. Hi, Fat LP.
Danke, Emily, dass du meine Bestellung aufgenommen hast. Nicht wahr? Emily, ich dachte, Schlucke, ich hab mich gefragt. Was? Noch nicht. Ja, Clint, was ist? Bist du wieder durch? Hast du wieder einen Schnaps zu viel getrunken? Na, ich bin noch ein bisschen nervös, nicht wahr? Ach, nicht. Hi, Shane. Hier ist dein Getränk. Fetten Humpen Bier. Danke, Emily. Also, wie läuft deine Schicht soweit? Alles in Ordnung. Danke der Nachfrage, Shane. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über die Hühner? Mir geht es nur noch bergab. Du, ich soll dir was schenken. Hier, eine Peperoni. Oh, wow, Fedelpi, woher wusstest du, dass ich sowas mag? Aber du bist ein scharfer Typ, so. Ich hab doch den Hasen da gesehen. Komm raus, Hase. So, was machen wir denn jetzt noch mit dem angebrochenen Tag? Warum ist das denn hier so voll? Hier liegt ein Müll drin, oder? Unglaublich. So, haben wir noch Weizen? Wir könnten vielleicht auch einen Kartoffelschnaps machen, oder? Weizen. Habt ihr schon einen Schuppen? Nein. Glaub nicht. Wofür brauche ich einen Schuppen? Hier liegt noch ein Trüffel rum. Noch irgendwo Trüffel? Nein. Da lag noch ein Trüffel. Kann das sein, dass da noch ein Trüffel lag? Nein, nicht Trüffel essen. Hier ist doch irgendwas im Weg, oder? Ist ja ein blödes Schwein. Das legt ja die Trüffel so, dass man sie nicht sieht. Oh, eine Hühnerstatue. Toll. Du kannst du die Kisten unter anderem drin lagern. Ach so. No. Das ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Ich meine, sieht ja ganz schön aus hier, ne? So, ich habe was verkauft. Ich glaube, wir haben es für heute geschafft, oder? Blöder Hund. Ich habe was verkauft, ja? Eine Hühnerstatue. Fett Geld gemacht. Glaub mir, jetzt bin ich reich. Siehst du? Abgesahnt, aber vom Allerfeinsten. Tag 23 im Sommer des zweiten Jahres. Was sagt denn der Wahrsager? Die Geister sind heute gut drauf. Alles klar. Wer hat denn die Tiere offen gelassen, welcher Idiot? Du müsst mich aber auch dran erinnern, dass ich das zumachen muss. Wo ist denn das Schwein? Na komm raus, du dicke Sau. Da ist es. Gut. Hier wächst noch irgendwas, ne? Gut. Da, 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 da. Ich hoffe, ich habe alle. Honig. Da.
So, Pilze hierhin. Wo war denn Honig? Hier? Würden ja hier reintun. Das sind die anderen Produkte. Wo hat der Jules denn den Honig hingetan? Bestimmt verkauft. Hopfen. Als Honig kannst du Met machen. Das liebt Willi, siehst du? Wusste doch, man muss halt nur sammeln, das Zeug. Das ist ganz schön anstrengend hier, das Abernten. Schon, aber er braucht keine 150 davon. Was, Met? Doch. Vielleicht möchte ich auch mal ein Met trinken. Ich meine, meistens ist mir das Zeug zu süß, aber das heißt ja nichts. So. Sonnenblume ist immer gut, daraus kann man bestimmt Öl machen, oder? Ich hoffe, ich habe die gestern nicht übersehen. Ich muss sagen, ich finde das gerade ein bisschen, da ist glaube ich noch was, ne? Hier ist noch was, da ist noch was. Ich finde das ein bisschen schwer zu erkennen. Verkauf mal eine goldene Sonnenblume, um zu sehen, ob die mehr wert sind als das Öl. Meinst du? Soll ich mal machen? Muss dann aber reichen für heute mit dem Verkaufen. So. Melonengelee. Schnauzehund. Der volllaute Niklas, weißt du? Was ist? Morgen wird's kastriert. Chili, Sonnenblumen, Hopfen und... Kann das sein, dass wir den Mais auch, genau, den haben wir hier reingelegt, ne? So. Sonnenblumensamen kommen dann hier oben rein, ne? Du hast doch eine Blumenkiste, oder? Ja, aber Sonnenblumen sind ja, womöglich was anderes. Die müssen in die... In die Ölmühle, ne? Ist das die Ölmühle hier? Ich glaube, ne? So. Und das, wenn ihr das ganze Zeug immer auffresst, dann haben wir ein Problem, ne? Ah, da ist doch noch ein Trüffel, den wollte ich da haben. So. Ja, ja. Weil, hier ist ja nichts drin. 25, 240stel, das ist zu wenig für den Winter. Also die Sonnenblumen sind bei mir Nahrungslieferant und deswegen nicht für die Blumenkiste geeignet. Obwohl es natürlich Blumen sind, aber die haben ja eine andere Aufgabe, weißt du?
Toll. Sachen finde ich hier, du.